Hallo Freunde, wir haben uns heute mal Pfifferlinge getrocknet. Ich habe die vom Nachbarn bekommen, der die jetzt im Wald noch gefunden hat. Und hinten seht ihr schon mal die erste Ausbeute. Jetzt sind noch welche im Dörrgerät drin und ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Bleibt dran, viel Spaß. Wir haben Pfifferlinge bekommen, die hat ein Nachbar für uns gesammelt. Ich habe die jetzt schon mal ein bisschen sauber gemacht und jetzt werden die dann getrocknet. Habe ich das ein bisschen sauber gemacht. So werde ich jetzt den ganzen Berg bearbeiten und hier auf meine Roste verteilen. Ich habe ja 6 Stück davon und die kommen dann jetzt in meinen Dörrautomaten. Ich habe hier den Dörrautomaten von Gastrobag. Das ist jetzt die mittlere Größe. Da werde ich jetzt meine Bleche erstmal voll machen, das Ding jetzt bestücken bis oben hin und dann kann ich das Teil anstellen und die endlich mal trocknen, dürren. Finde ich cool. Schaut mal, Leute, ist das nicht ein tolles Bild? Voll mit Pilzen, das ist so toll. Ich freue mich schon ganz doll darauf. Getrocknete Pilze wollte ich schon immer mal haben. Einfrieren nehmen die einfach viel zu viel Platz weg. Wir brauchen das Gerät jetzt bloß einschalten. Die Temperatur mache ich aber auf 50, 55 Grad und lasse es dann ziehen. Die kommen ja nur aus dem Regen. Bei uns regnet es jetzt wie verrückt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir überhaupt noch Pilze finden irgendwie. Aber die hat jetzt ein paar Tage gesammelt. Und weil wir immer im Krankenhaus sind, oder ich im Krankenhaus bin, konnte er mir die nicht bringen. Deswegen hat sich das jetzt ein bisschen angesammelt. Sonst hätte ich jeden Tag ein paar gekriegt. Aber ich bin glücklich. Ich kann jetzt Pilze trocknen, dürren. Und dann haben wir das ganze Jahr über Pfifferlinge für Gulasch und was weiß ich alles für Braten. Also ich freue mich schon. Jetzt lassen wir das erstmal laufen. Schaut mal, das ist dann jetzt meine Ausbeute von den 5 Gittern, die ich da reingelegt habe. Die Pilze müssen richtig rascheltrocken sein. Wenn die noch nicht rascheltrocken sind, das habe ich mal irgendwo gehört, dann, also das hört man durch das Rascheln, dass die richtig trocken sind. Die dürfen sich nicht mehr verbiegen lassen. Die müssen dann brechen. Und wenn sie das noch nicht sind, dann lieber noch mal reinschieben. Also meine sind jetzt schön rascheltrocken. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Kamera hört. Ja, und die bröseln. Also sind die fertig und dann können sie in ein Schraubglas gefüllt werden und oder in ein luftdichtes Glas. Geht auch mit so einer Silikonlippe oder sowas. Und dann kann man die ganze Weile aufbewahren und immer schön ins Essen reinmachen. Also ich finde es eine coole Sache. Ich habe jetzt richtig schön Pfifferlinge und ich suche mir jetzt erstmal ein Glas. So viel habe ich jetzt raus mit diesen 5 Einlagen. Ich habe eine hier oben vergessen. Ich habe noch eine Einlage drin. Die oberste habe ich total übersehen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Mensch, du hast doch eigentlich 6. Ja, und die oberste so weit oben habe ich ja nicht mitgekriegt. Also wir haben eine schöne Ausbeute. Ich werde jetzt den, also erstmal ein bisschen auskühlen lassen. Ich habe sie jetzt nochmal durchgetrocknet, bevor ich sie ins Glas mache. Also ihr müsst immer gucken, dass sie wirklich richtig dolle rascheltrocken sind und da nichts Feuchtes mehr drin ist. Und dann kann man erst den Deckel zumachen. Also ihr Lieben, das ist eine tolle Art, Pilze aufzubewahren. Probiert es einfach mal aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Und Pilze trocknen ist richtig cool.